Meine Freunde der Sonne, Alpha Kevin hat ein neues Video zu 24 Tim und Dieter Bohlen hochgeladen. Eine sehr interessante Kombo, gerade weil ein 24 Tim sich ja gerne in der Vergangenheit auch für Toleranz und derlei Dinge eingesetzt haben möchte, ist natürlich die Kombination mit Dieter Bohlen sass. Sehr sass. Aber wir gucken uns an, was Alpha Kevin zu sagen hat. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen rein. Los geht's! Wieso rede ich so schnell? Ich muss schnell reden. Moin Moin zusammen, ich bin regelrecht entsetzt. Sympathisch an der Stelle, dass unser Sachse mit Moin Moin grüßt. Finde ich sehr sympathisch. Nach dem Süden grüßt man nicht mit Moin. Jetzt, warum fragt ihr euch? Nun ja, 24 Tim, der hat seit einigen Tagen bzw. Wochen bekannt gegeben, dass er nun mit Dieter Bohlen zusammenarbeiten möchte. Und darauf ist er auch mächtig stolz, denn dafür gab es sogar eine Promo-Aktion. Und warum diese Zusammenarbeit viele Fans von 24 Tim so richtig aufregt, die auch mega sauer sind, das erkläre ich euch heute in diesem Video. Denn es ist schon... Ich kann mir das, wie gesagt, sehr gut vorstellen, warum das Leute aufregt, so. Er ist doch der Dude, der die Leute bodyshamt und sonst alle Geschichten, so. Und ich weiß halt nicht, inwiefern das... brandtechnisch zusammenpasst, so. Also, so, ich würde sagen, gar nicht. Also, Real Talk einfach gar nicht. Sehr ironisch, dass ausgerechnet diese beiden Menschen miteinander kooperieren. Schnacken wir aber gar nicht lange rum und starten einfach mal rein ins Thema. Ich denke, wir alle kennen 24 Tim. Bekannt geworden ist er vor allem durch seine Diversität, seine Skandale und seine polarisierenden Stories und Musikvideos. Ich bin nicht ein Bro, ich bin 24 Tim. Im Vordergrund steht auch meistens er selbst und rein marketingtechnisch ist 24 Tim ganz vorne mit dabei. Oh, ich meine, nicht umsonst veranstaltet er regelmäßig extrem große Gewinnspiele, die man auch kaum noch überblicken kann und wo sich Wochen später immer noch Menschen melden und fragen, wer denn eigentlich jetzt der Gewinner davon ist. Und seine Zusammenarbeiten. Ach, löst er die nicht auf? Oder nur schwierig und undurchsichtig oder wie ist das? Mit großen Bekanntheiten geben ihn auch regelmäßig immer wieder einen Push auf seinen Social-Media-Kanälen. So nahm er beispielsweise Videos mit Heidi Klum auf, die in der Emotional Damage Heidi Klum. Was? Dann soll er noch einmal was von Diversität reden und von Sichtbarkeit und Toleranz. Was für Heidi Klum, Alter. Die hat einfach es geschafft, dass man Frauen auch heutzutage noch, kleinen Mädchen in dem Fall sogar eher, wirklich völlig veraltete Schönheitsideale auf Kommerz seinen Nacken in den Hals reinböllert, so. Also, was für sich für Toleranz, also, what the hell? Als nächstes ist er antikapitalistischer Banker. Und arbeitet bei Goldman Sachs. Ich kann das alles nicht mehr. Derzeit auch massiv in der Kritik stand. Er posierte mit Apache, machte eine Performance bei einem Helene Fischer Konzert oder chillte mit Elias Mbarek. Das polarisiert natürlich alles enorm und die Bekanntheit von 24 Tim, die wächst und wächst immer weiter. Weshalb er dann übrigens auch bei dem RTL-Format Dschungelcamp eine große Rolle spielte. Und mittlerweile ist es sogar so weit... Das Format, ne? Also dieses Dschungelcamp-Format, das hasse ich wirklich. Also Real Talk, das hasse ich wirklich. Weil dieses Format... hat den Anspruch oder hat die Möglichkeit, egal was du gemacht hast, du kommst da rein und wirst durch diese Zusammenstellung des Formates gedemütigt und an die Grenze gebracht. So, das führt meist automatisch dazu, wenn du am Zerbrechen bist, dass Menschen empathisch gegenüber dir sind, weil du halt da komplett am Zerbrechen bist. So. Und wenn du dich dann halt so ein bisschen rappelst, so nicht die ekligste Version deiner selbst bist, so, dann kannst du da sogar tatsächlich noch richtig viele Pluspunkte sammeln und da als rehabilitiert wieder rausgehen, so. Und dann kannst du natürlich durch diesen ganzen RTL-Kanon durchgeprügelt werden. Und es ist sinnlose Tierquälerei. Darf man an der Stelle nicht ignorieren. Für Unterhaltung. Ne? Also nicht mal, hier komm, lass uns mal ein paar Känguru-Hoden essen, weil wir haben eine ganz weirde Art von Diät, sondern komm, lass mal Känguru-Hoden essen und danach spucken, weil haha, hihi, hahaha. Das ist so ein Schmutzformat, ohne Witz. Es ist so ein Schmutzformat. Gekommen, dass er auch selbst Konzerte spielt. Ich bin ehrlich, mein Musikgeschmack ist das wirklich gar nicht. Ich würde jetzt auch nicht 24 Tim als einen guten Sänger bezeichnen, aber das ist jedem selbst überlassen, wie er dazu... Er ist ja auch kein Sänger, er ist TikToker. Und ich bin ein Hater. Ein zertifizierter Hater, weil das, was der da macht, ist keine Musik, das ist Content. Das kann man ja machen. Ich will ihm das nicht verbieten, ne? Es hat keine Musik. Hat mit Kunst nichts zu tun, es ist halt Content. Steht. Jedoch hat sich nun noch ein weiterer Promi mit ihm zusammen vereint und das stößt bei einigen wirklich auf Ärger und Unverständnis, denn seit letzten Monat ist bekannt, dass 24 Tim und Dieter Bohlen am 11. April einen Song veröffentlichen möchten. Sherry, Sherry Lane, going through emotion.
Love is where you find it. Cringe. Ja, hast du auch irgendwas? Ja, ich bräuchte jetzt so ein bisschen was Spanisches damit drin. Ich war nicht schon. Ich war so. Ich war so. Ja, 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 ja. Die beiden, die scheinen sich auch wirklich gut zu verstehen. Was denn? Was war das denn? Und warum war das? Ich gehe mir nur kurz einmal mal ganz schnell meine Ohren mit Salzsäure auswaschen. Was zum Beispiel? Ich bin Fankapper. Ich kann wieder hören, meine Schmerzen sind weg. Was zur Hölle? Warum, Alter? Was soll das? Und vor allem, wer hat danach gefragt? Was? Wem habe ich das angetan, dass ich das verdient habe? Und Dieter Bohlen sagte auch... Er kam zu mir. Wir haben den ganzen Tag zusammengearbeitet, gemacht und getan. Obwohl wir fast 50 Jahre auseinander sind, sind wir uns sehr ähnlich. Ich war verwundert, dass ein... Weiß ich nicht, ob das gut ist. Ob man sich da ähnliche, weiß ich nicht. Also, what the hell, weiß ich wirklich nicht. Danger. 23-Jähriger so selbstbewusst im Geschäft ist. Also ein Dieter Bohlen, der versteht sich unglaublich gut mit dem 24 Tim, der zugegebenermaßen nur so semi-musikalisch ist. Instagram hab ich schon 2 Millionen geknackt, bald sind es 3. Kommst nicht klar auf meine Kurven bei, aber du findest mich heimlich geil. Gönn dir mein Sag mal, war nicht Dieter Bohlen derjenige, der andere aufgrund ihrer Das ist Content. Musik kannst du es halt nicht hindern, das ist halt Content. Die Musik ballert mies auf lautlos. Oh, der Witz, das ist halt, also. Ich glaube, das ist ein soziales Experiment. Das ist effektiv Satire. Denn die Tatsache, dass jemand, der kein musikalisches Verständnis hat, trotzdem in der Musikszene wirklich große Wellen machen kann und damit effektiv die Musikszene als solches kritisieren kann und aufzeigt, was falsch läuft, dass nämlich die Kunst schon lange nicht mehr im Vordergrund steht, sondern eher der Kommerz. Ich glaube, das ist einfach gute, punktuell an den Tag gebrachte Satire. Ich glaube, das ist Gesellschaftskritik. Ich glaube schon. Muss es. Ihre Musik fertig gemacht hat? Ja, ist irgendwie mal an der Zeit, dass ich RTL jetzt irgendwie mal wegen Schmerzensgeld irgendwie eine Rechnung schicke. Das klingt, als wenn du Mickey Maus durch so einen Fleischwolf gedreht hast. Ich meine, ich bin jetzt kein Profi, kann das eigentlich schlecht beurteilen, aber Tim ist nun mal offensichtlich nicht der Überflieger im Singen. Und plötzlich mag Dieter Bohlen seine Musik sogar so sehr, dass er mit ihm zusammen arbeiten möchte. Also wenn das mal nicht einfach nur nach Geschäft aussieht. Ich würde sagen, alles sass. Andere wäre ziemlich sass. Aber hey, man nimmt nur mal mit, was man kriegen kann und so denkt vermutlich auch 24 Tim. Denn warum Tim aufgrund der Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen in der Kritik steht, ist folgendes. Dieter Bohlen, der steht wirklich für so ziemlich alles, wofür Tim eigentlich nicht steht. Ich meine, wir brauchen ja, nicht... Ja, aber das nimmt man nicht so genau. Das nimmt man nicht so genau, wenn die Kohle, ne? Also ich meine, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, dann nimmt man halt mal kurz seine moralischen Werte, mit denen man seine Plattform aufgebaut hat und zündet sie halt an. Das ist okay. Freunde, ganz ehrlich, ne? Wenn Rezo auf mich reagiert oder so, dann kenne ich euch auch alle nicht mehr. Dann habe ich eine neue Community. So, wer seid ihr dann so? Klar, raus damit. So, Direktwerte verkaufen. So, was zur Hölle? Das ist halt, also, das ist halt Belastung pur. So, vor allen Dingen hat er sich ja auf die Fahne geschrieben, gerade für halt für die LGBTQ-Szene, so, sich stark zu machen, sichtbar zu sein. So, und ja. Weiß jetzt nicht, wie tolerant ein Dieter Bohlen gerade bezüglich queere Menschen ist. So. Und so Dinge, die der halt gesagt hat, gegenüber Menschen, die sichtbar auffällig sind, ohne jetzt die zu spezifizieren, hast halt auf keine Kuhhaut. Das ist ein kleiner Widerspruch, ne? CackTV hat ja jetzt positiv auf dich reagiert. Warum läufst du nicht zu seiner Bubble über, Kappa? Ja, vielleicht bin ich das ja schon. Ein U-Boot bin ich. So ein Ding ist das. Eigentlich schon direkt,
eigentlich chill ich schon mit ihm so und mit hier, wie heißen die alle, die ganzen. So nämlich. Direkt das Lager verkauft. Großartig darüber diskutieren, wofür Polen eigentlich im TV bekannt geworden ist. Seine erniedrigenden Sprüche und sein mobbendes Verhalten haben eigentlich immer für gute Einschaltquoten gesorgt, egal wie danach die Kandidaten geschädigt wurden. Also da wurde wenig Rücksicht genommen. Hier nur mal ganz kurze Sequenzen von solchen Aussagen. Aber wenn man so aussieht wie du, das ist kein Wunder. Warst du schön? Was? Was? Warum? Warum ist das okay? Ich meine, wo ist der Mehrwert da? Hey, bist im Fernsehen, lass mich dich ein bisschen demütigen. Ha, hihi, ha, ha, ha. Komm, Leute, wir demütigen jetzt mal die Kandidaten hier. Warum? Das ist zu welchem Zweck? Klicks. Ja, ja. Das ist halt lächerlich. Das ist irgendwie, du hast eine schöne Klatsche. Ich meine, wo gehst du denn hin? Gehst du zum Frauenarzt oder zum Männerarzt? Okay. Ich weiß nicht, wenn ich deine Brust sehe, ist er so ein bisschen dazwischen. Du kannst nicht singen, Mann. Hat er gerade einen trainierten Dude geschämt, weil er halt Brustmuskeln hat? Und dabei Loki transfeindlich gewesen? Aber gar nicht so Loki so. Das nennt man muskulös. Kennt er dich? Ja, ich habe auch Brust, so ist es nicht. Also, das nennt man muskulös, Bruder. Kennt man nicht. Kennt er nicht. Ja, das war schon Hulky-transfeindlich. Das war schon echt dolle. Das waren schon doll. So, inwiefern passt das auf eine Kuhhaut? Er und 24 Tim, der ja mit Crossdressing und mit seinem Queer-Sein effektiv eine Plattform aufgebaut hat, was ja inhärent nicht problematisch ist, sondern die Kombination. Das ist halt der Widerspruch sein Urgroßvater. Eigentlich müsste 24 Tim in Flammen aufgehen. Was zur Hölle? Na gut, komm schön nach Hause. Kann ich das irgendwie noch verhindern, dass du Musiklehrer wirst? Gut, dann ciao. Als Kind fand man das doch lustig, weil man sich gar nicht hinterfragt hat, was es ist. Nee, fand ich nicht so witzig, muss ich gestehen. Also erste Staffel oder sowas, das war halt, weil man es nicht kannte. Es war so wild, haha, der sagt die Dinge, die man nicht sagen sollte, haha, hihi, haha. Und dann wurde es halt ganz, ganz schnell ganz, ganz alt. Ganz, ganz alt. Mit den Menschen dahinter macht. Wenn man aber mal rückblickend betrachtet, wie ekelhaft Dieter Bohlen Kandidaten dort vor einem Millionenpublikum bloßgestellt hat, dann ist das einfach nur inakzeptabel und da schämt man sich schon fremd. Eine Kandidatin berichtete beispielsweise darüber, dass sie aufgrund des Auftritts bei DSDS so viel Hass abbekam, dass sie später in Depressionen verfiel. Außerdem musste damals RTL 100.000 Euro Bußgeld zahlen wegen den Beleidigungen von Dieter Bohlen. Also den Hass, den Dieter Bohlen damals mehr oder weniger geschürt hat für sehr gute Einschaltquoten, ist wirklich groß. Und das erkennt und erkannte man auch immer unter den YouTube-Videos, die hochgeladen werden von DSDS selber, denn in den Kommentaren sieht man auch oft sehr beleidigenden Schmutz. Und nun arbeitet ein New Donation from Leonie-0845 mutig, wenn ein Mann der 3 Uhr braucht, damit Filter und Weichzeichner eingestellt werden müssen, damit er in seiner Eitelkeit nicht gekränkt ist, das Aussehen anderer beurteilt, Pfui 1. Ja, das ist tatsächlich schon ziemlich wild. Danke für die 1 und ja. Der Dude ist halt wirklich eitel sein Urgroßvater. Ich glaube, das ist schon wirklich unangenehm, dass jemand drei Stunden lang in Maske und all diesen Rummel und dann andere Leute am Fronten ist. Da hat jemand wohl Insecurities. Eine Person, die dafür bekannt ist, Menschen fertig zu machen und regelrecht zu mobben, mit einem 24-Tim zusammen, der sich jahrelang so hier äußerte. Weil einfach der Hass nicht nur online bleibt bei mir. Also meiner Mutter rufen sie Hurentochter nach. Und meine Mutter wurde fast angespuckt auf der Straße. Unsere Adresse wurde gepostet. Aber du redest... Also es gibt ja wirklich kranken Hass. Man hat teilweise schon Angst davor, was könnte als nächstes kommen. Was haben die Leute als nächstes zu kritisieren, dass ich für... Das ist wichtig, da die Strategie ist, wenn du gemobbt wirst, ne, wenn du Hass erfährst, dann verbündest du dich mit den Mobbern. Einfach, ne? Wer das? Benny_allcheered_x100 Cherry Cherry Lady. Cherry Cherry Lady. Und Cosimo. Vielen Dank für die 100 Bits. Weil nicht du supportest Hass. Ja, und er right-knightet ihn effektiv. Weil mit dem, ich setze mich ja für Toleranz ein und dann arbeitet er mit jemandem wie Dieter Bohlen zusammen, dann damit right-knightet er ihn ja effektiv. Weil er setzt sich ja für Hass ein und er wird sich ja nicht mit Dieter Bohlen ein,
einlassen, wenn er nicht gegen, ne? Also, das ist halt, ja. Damit hat er wirklich jeden Anspruch verloren, sich da irgendwie über Hate gegen sich zu beklagen, so, weil ein Dieter Bohlen, der wurde doch, Real Talk, der wurde doch nur in dieser verdammten Show gehalten, weil er halt polarisiert. Und mit polarisieren meine ich haten. Meine Art und mein Dasein irgendwie beleidigt oder bedroht werde, das habe ich eigentlich schon seit, aber ich glaube seit Kindes an. Ich möchte einfach nicht, dass meine Mama sich Sorgen macht. Und nicht nur im Fernsehen war das ein großes Thema bei 24 Tim, sondern auch im November 2022 sprach er genau dieses Thema vor einem Millionenpublikum an. Ich bin zur Polizei gegangen, weil ich mich nicht sicher gefühlt habe, brauchte Personenschutz, den ich auch noch selber bezahlen musste. Wenn ich mehr alleine aus dem Haus gegangen bin, wenn ich überhaupt aus dem Haus gegangen bin. Ich habe mir jeden Tag gesagt, dass ich fett bin, obwohl ihr genau wusstet, dass ich eine Essstörung habe. Aber wenn man so aussieht wie du, das ist kein Wunder. Was du schön hast, ist irgendwie, du hast eine... Ich bin für sachlichen Diskurs, deshalb mache ich nur Videos mit Carsten Stahl. So nämlich. Schöne Klatsche. Ich monatelang damals nichts gegessen hatte. Ich wünsche mir von euch, nicht, dass euch was passiert, sondern dass ihr Einsicht habt. Ihr wisst nicht, andere Leute, die nicht so eine liebevolle Mutter um sich rum haben wie ich, die hätten sich das Leben genommen. Ich wollte nicht mehr aufstehen, ich habe nicht mehr gelacht, ich war nur noch in meinem dunklen Zimmer, ich habe geschrien, ich hatte Panikattacken und wahrscheinlich auch depressive Schübe. Ja, top, da ist es bestimmt eine extrem gute Idee. Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist vor letztes Jahr noch sein Statement gewesen. Jetzt macht er Collaboration mit Dieter Bohlen. Wie passt das denn zusammen? Oder hat Dieter Bohlen sich mal daran gesetzt, das alles aufzuarbeiten, was er in der Vergangenheit so verbreitet hat, oder wie? Das ist, also ich finde die Doppelmoral da an der Stelle ein bisschen dreist. So. Vor allen Dingen, weil ein Dieter Bohlen ja so hardcore gegen queere Menschen geht, so, die, zu denen er sich erzielt von... Das ist also, hä? Das ist halt so, als wäre ich als linker Creator die ganze Zeit, ne, hier eine Plattform aufbauen und dann plötzlich bei der AfD anfangen, so. Hä? Hä? Jemanden zusammenzuarbeiten, bei dem es seit Jahrzehnten ein sehr lukratives Geschäft ist, Menschen fertig zu machen. Einwandfrei. Also aufgrund der Kooperation haben sich dann viele Fans bei 24 Tim beschwert und sich darüber aufgeregt, weil Dieter Bohlen für wirklich sehr vieles steht, wofür die Zuschauer eben nicht stehen. Geäußert hat sich Tim zu den ganzen Vorwürfen und der Kritik bisher. Ich bin auch queer, hab ES und Depressionen, aber wann kommt mein Geldsegen? Ich glaube, du musst auch ein Video machen, das eine oder andere Video machen, dass alle Hater gemeine Hater sind. Dann kommt das vielleicht. Noch gar nicht, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ihm scheint der Hate einfach wirklich scheißegal zu sein. Er weiß nun mal, dass er damit polarisiert und auch provoziert und die Zuschauer stehen nun mal an zweiter Stelle, denn der Erfolg kommt zuerst. Ähnlich wie seine damaligen Promo-Aktionen für seine Alben oder auch seine Musikvideos, die ja unbedingt gut charten mussten. So hatte man beispielsweise auch damals schon seine eigene Community verarscht, um einfach mehr Klicks zu bekommen. Wir haben einfach die Version ohne Autotune hochgeladen. Fuck. Happy Ralf Lauren, Ping Ping. Sagt mir bitte, dass es bei euch nicht so ist. Happy Ralf Lauren, Ping. Natürlich war das nicht so und Tim, der log seine Community in diesem Falle an, damit die Zuschauer... Aber es ist ja nur Promo. Ja, es ist irgendwie komisch, wenn du deine Community für Promo anlügen musst, damit sie deinen Song mehr klicken. Mehr streamen und mehr hören. Ist irgendwie komisch. Fälschlicherweise auf den Link klicken. So ist das nun mal, wenn man nicht genug bekommen kann. Da wirft man auch mal ganz, ganz schnell seine eigenen Prinzipien über Bord. Und vor allem als eine Person, die viel mit Mobbing zu tun hatte, eine andere Person zu unterstützen, die das betreibt, das ist schon sehr komisch. Ich vergleiche das ganze Szenario jetzt einfach mal mit einem hypothetischen Beispiel zwischen mir und Orange Morange. Ihr wisst, ich bin wirklich gar kein Fan von Orange. Er steht im kompletten Kontrast zu mir und ich finde viele seiner Handlungen wirklich verachtenswert. Und weil er nun mal so anders im Vergleich zu mir ist, arbeite ich nun mit ihm zusammen, vermarkte uns beide, damit wir richtig krass profitieren und Cash absahen. Denn wir beide wissen ja, dass wir dann im Gespräch wären und mit der Reichweite können wir viel Geld verdienen. So in der Art wirkt das zwischen Dieter Bohlen und 24 Tim. Also beim Dieter Bohlen und so, das Kalkül wirkt halt so, wir müssen die jungen Leute erreichen, so, lass uns den Token-Ansatz fahren, so, das wirkt es leider. Komm, nehmen wir uns jemanden, die jungen Leute, die mögen halt den da, komm, und so.
Das sind ganz verschiedene Personen und trotzdem arbeiten die zusammen, obwohl die für was ganz anderes stehen. Und ich meine, als ob ein 70-jähriger Dieter Bohlen die Musik von 24 Tim feiert oder auch seine Art mega nice findet. Hier geht es wirklich offensichtlich ums Geschäft und Dieter Bohlen, der weiß auch ganz genau, wie er mit reichweitenstarken Influencern zusammenarbeiten kann, um den größten Profit zu ziehen. Und ich denke, dass ich ihm auch... Sowas check ich nicht, der ist doch schon alt, mein Gott, der ist doch reich. Ich check nicht, warum man sich selber so krank... auf Krampf weiter. Der hat doch ausgesorgt. Ich check das nicht. Wieso? Ich verstehe das nicht. Weiß, dass er mit dem Namen Dieter Bohlen gut im Musikgeschäft ankommt, um seine Musik deutlich besser zu vermarkten. Es ist praktisch ein komplettes Win-Win-Geschäft. Nur der Zuschauer ist bloß ein bisschen verärgert. Aber hey, solange der Erfolg über den Zuschauer steht, kann man das ja machen. Und hierbei kann man eine Gemeinsamkeit zwischen 24 Tim und Dieter Bohlen wirklich gut ansprechen. Ja. Und zwar haben beide dieses unfassbare Talent, sich in den Vordergrund zu rücken. Ob das ein Dieter Bohlen ist, der mit jedem Streit oder Ärger beginnt, der Kandidaten einfach grundlos beleidigt oder völlig random auf einer Bühne erzählt, dass ja Tokyo Hotel bloß eine Playback-Band war. Tokyo Hotel? Stimmt. Stimmt. Da hat er die Tags an der Ecke gebracht. Stimmt. Einfach nur haten, um zu haten. Richtig gut. Haben in ihrer ganzen Karriere noch nie was anderes gemacht als Tokyo Hotel. Quatsch. Als Vollplayback. Das stimmt, by the way, nicht mal. Aber man hat ja damals schon öfter gegen Jurymitglieder geschossen, um im Gespräch zu bleiben. Ob es der Beef mit Katja war oder die Auseinandersetzung mit Shirin David, am Ende des Tages hat Dieter Bohlen immer Profit von gezogen. Und ich glaube, Tim, der ist nicht wirklich anders. Kurz nach dem Skandal, unter Heidi Klums Show Germany's Next Topmodel, postete Tim sehr, sehr stolz Videos mit Heidi. Mutz. Und das, obwohl die Vorwürfe wirklich extrem hart waren, wie man allein schon am Titel hier erkennen konnte. Also Tim scheint mir komplett aus Gewinnabsichten solche Stories und Videos zu posten, um einfach im Gespräch zu bleiben. Und Fun Fact, wie es überhaupt zu dem Kontakt mit Dieter Bohlen kam. Auch das schien wieder eine komplett bewusste Kontaktaufnahme von 24 Tim gewesen zu sein. Denn 24 Tim, der sagte beim Dschungelcamp, dass er an Sex mit Dieter Bohlen dachte. Wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, dann scheint es auch... Dieter Bohlen? Also ich bin jetzt nicht von da so, ne, aber ein 70-jähriger alter Mann. Ich glaube, als Schwuler, kann man da tatsächlich besser für Wahlen treffen, oder? Also Macron vibes mit Matsch. What the hell? Was für 70-jähriger alter Mann? So 50 Jahre Altersunterschied, so. Weiß ich, also, I don't know. Die goldene Faustregel an der Stelle, ne, gilt auch für Jüngere. Eigenes Alter durch 2 plus 7. So, Dieter Bohlen, eigenes Alter durch 2, 45 plus 7, 52, ne? 20 ist zu jung. Offensichtlich zu sein, dass er hiermit die Aufmerksamkeit von Dieter Bohlen wollte und die hat er auch im Anschluss bekommen. Dass man nun als Außenstehender immer noch Tim als nahbaren oder auch authentischen Influencer wahrnimmt, das kann ich mir beim besten Willen nicht erklären, denn fast alles, was ich so aufarbeite, sieht danach aus, als wäre das ein kalkülendes Businessmodell. Und dass dann auch nochmal ganz schnell die eigenen Werte und Prinzipien über Bord geworfen werden, um mit Dieter Bohlen zusammenzuarbeiten, damit man mehr Erfolg für die Musik erntet, das wundert mich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Spätestens nach der letzten Promoaktion. 35, komm, wir reden nicht drüber. Lass mich in Ruhe, es ist spät. Der Drops eh gelutscht. Eine Sache kann man nun aber leider weniger ernst nehmen. Und zwar, dass Tim ernsthaft gegen Hass und Hetze vorgeht, um die Menschen da draußen zu sensibilisieren. Denn wenn er jetzt einen jahrzehntelangen Mobber verherrlicht, nur um davon zu profitieren, dann wirkt seine komplette Geschichte davor nicht mehr so authentisch. Das und dazu, ich kann den Unmut der Fans komplett nachvollziehen. Da Tim aber ohnehin viel zu viel Reichweite hat, gehe ich fast davon aus, dass er diese Kritik gar nicht weiter wahrnehmen möchte, solange er vor allem damit Erfolg hat und profitiert. Das war's auch schon mit dem Thema. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich interessieren. Lasst auch gerne ein Like da. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert auch gerne meinen Kanal. Da würde ich mich ebenfalls sehr darüber freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Ah, es ist wild. Da hätte ich zum Beispiel auch schon wieder einen Bock drauf. Ne? Ein Dieter Bohlen Video. Ihn mal so komplett zu durchleuchten. So. Und dann das Highlight jetzt natürlich sein Versuch, seine eine jüngere Zielaudienz zu erreichen. So, aber.